Ich weiß schon, warum ich die Schnellreise mittlerweile ziemlich links liegen lasse. Das hat jetzt zwar weniger mit der Schnellreise zu tun, aber jetzt wird es auch noch hell hier. Mann, solche schönen Ecken findest du auch einfach, wenn du durchs Land streifst. Mit Schnellreise siehst du ja bloß die blöde Karte. Der Wind hat auch aufgehört, zumindest akustisch. Oh Mann. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir sind immer noch auf der Suche. Den Stein habe ich womöglich schon gefunden, wenn das denn der ist. Jetzt fehlt nur noch dieser kleine Unterstand. Diese kleine Jägerhütte. Da oben ist das, dieses Steinchen. Und wo ist jetzt diese Hütte? Ich hoffe ja, das ist der richtige Stein. Es gibt ja nicht noch einen zweiten in der Nähe. Wieder etwas weiter um. Was ist das für ein Stein? Einfach nur ein Stein. Sieht aber schon sehr auffällig aus. Sehr, sehr verdächtig, Herr Stein. Hier bin ich jetzt schon wieder zu weit weg und es fängt wieder an zu regnen. Bleib mal still stehen. Also sehen kann ich es gerade nicht oder ist bloß das Blätterrauschen. Viel zu weit abseits, seitlich davon und das sieht irgendwie nicht gut aus. Da ist das Ding, dieser Stein da oben und irgendwo hier unten muss das sein. Wenn es wirklich so ein kleiner Jägerstand ist, dann ist der eher hinter Bäumen versteckt, würde ich meinen. Die Karte suggeriert uns, dass es direkt in unmittelbarer Nähe ist, aber es muss nichts heißen. Die Maßstäbe sind ja einfach bloß eine in etwa Angabe zum Finden. Insofern kann ich es mir auch vorstellen, dass es hier unten ist. Wenn ich da in diese zweite Kurve da denke, von der Quelle, von dem kleinen Bach und das in Bezug auf die Sarsau und Ratai, das sieht schon ganz anders aus. Ist ja auch bloß aus den Gedanken nachgezeichnet, diese uralte Karte. Aber hier unten wird es wohl doch nicht sein. Hier unten ist eh Wasser, da gibt es da nichts zu graben. Ne, ich muss wieder rein, hier ist es nicht. Was ist das? Weiß, was hier lauert. Hoho. Wenn hier böse Menschen wären, dann gäbe es ja eine Anzeige mit Schwertern. Achtung, Kampf. Achtung, ich steck fest. Mist. Nee, so. Mal wieder zum Stein. Die wilden Säue sind hier. Ob es vielleicht doch oberhalb ist? Bin ich wieder schnell unterwegs gewesen? Wo kommen wir raus? Erstmal stehen bleiben. Achso, Ende des Kodex. Okay, habe ich beim letzten Mal verdrückt. Ich hasse die Frage. Entweder so und dann unterhalb oder von hier aus gesehen so. Dann könnten wir hier nochmal gucken. Achso, wieder Mitte bei dieser kleinen Karte. Hier ist es der Mittelpunkt des Bildes und hier ist es wirklich der Mauszeiger. Das X. Da wehen die Haare wieder wild. Aber irgendwie eine kleine Hütte muss es sein. Würde ich sogar hier eher vermuten, als da unten bei den Laubbäumen. Ich kann das Gebiet Ach, nicht Mann. Ohne Herrn Ratzigs Erlaubnis verlassen. So ganz nah am Kartenrand wird dieser Schatz, glaube ich, auch nicht sein.
keine kleine Hütte zu sehen. Stein und dann Hütte. Hm. Es ist doch ein anderer Stein. Er schreibt uns ja extra Südosten dran, Moment. Vom Weg Richtung Südosten. Dann gehe ich jetzt mal auf Höhe des Steines und gucke dann Richtung Südosten und laufe dann genau geradeaus. Das mache ich jetzt mal. Die Himmelsrichtung steht nicht umsonst da, denn die Karte ist nicht so genau. Nehme ich an. Hier sieht es gerade nochmal interessant aus, deswegen gucke ich nochmal. Warum bekomme ich denn jetzt schon wieder Gänsehaut? Ist die Immersion des Waldes einfach so toll? Wo war denn jetzt der Stein nochmal? Jetzt bin ich viel zu nah an Ratai dran, ne? Ich laufe gerade drauf zu. Gott. Der interessante Ort wird das schon sein. Ich muss halt bloß Richtung Südosten. Ach, hier. Oh. Da ist Südwesten, Südosten. So genau da. Dann gehen wir jetzt genau Richtung Südosten mal hier entlang. Und vielleicht falle ich ja über eine Hütte. Weg da, ich gehe, lass mich nicht aufhalten. Ist hier eine Grabstätte? Hier muss ja noch eine Hütte kommen, bevor wir buddeln können. Am Ende fallen wir in die Sasau. Oh Mann, jetzt bin ich wieder hier unten. Zu genau Richtung, was war das gerade? Zu genau Richtung Südosten gegangen. Vielleicht etwas links und rechts gucken. Ich sollte umkehren, ehe Herr Ratz. Ich glaube, ich wäre weggelaufen. Das Gegenteil von Südosten ist Nordwesten. Ich kann es mir schon vorstellen, dass hier irgendwo drin versteckt ist. Wo bist du? Komm raus und zeig dich. Pilze. Pilze. Oder ein Pilz. Ich finde es aber auch interessant, dass man hier einfach durchlaufen kann. Hätte gedacht, wir bleiben hier wirklich drin stecken. Nicht einfach zu finden. Moment, was war das? Nee. Bloß dieser Baum hier, der hier liegt. Oder nicht mal Baum, es ist ein Baum, kein Stein. Mann. Normaler Pilz, ich dachte, da liegt eine Schachtel. Jetzt bin ich hier gleich wieder unten. Wie weit bin ich denn gerade weg von den Steinen? Oh. Na, ich laufe aber gerade drauf zu. Wenn ich jetzt vom Stein aus runtergehe, bin ich hoch zu etwas rechts davon gelaufen. Deswegen sollte ich jetzt mal eher ein Stück links davon laufen. Also ich bin dann gerade hier hoch, dann gehe ich jetzt mal hier runter. Nicht ganz Südosten, aber auch nicht direkt Osten, ansonsten würde es ja dastehen etwas abseits davon aus. Hätte ich doch eigentlich gesehen, wenn hier was wäre. Jetzt laufe ich wieder zu sehr Südosten. Das wird irgendwie hier drin sein, nehme ich an.
Okay, wir steigen mal ab. Hier drin lauert ein wildes Tier. Das hat sich bloß nicht getraut, weil Yenda da war. Es wird hier drin sein. Ich habe da irgendwie ein ganz tolles Gefühl. Haben wir eigentlich mal wieder Hunger? Oh, 61. Oh. Zum Glück habe ich mal nachgeschaut. Wir haben doch noch Äpfel. Moment, sind die noch gut? Ja. Die bringen Sattheit 2 Punkte. Naja, besser als gar nichts. Bei der Gemampf, das Brot geht auch noch. Das bringt 17. Da sind wir bei 80. Der Honig bringt 2,5 und ist auch unendlich haltbar, ne? Jo. Katerbier ist nix. Trockenobst hätten wir noch und das Dörfleisch. Okay. Vielleicht sehen wir das jetzt auch besser, jetzt wo wir etwas satter sind. Haben die Hütte vergessen oder was? Das ist hier irgendwo drin, das spüre ich. Irgendwo hier im dichten Gestrüpp. Komm raus, kleiner Schatz. Ich kann mir mal zur besseren Orientierung mal auf der Karte hier den interessanten Ort markieren. Wenn ich jetzt auf den Kompassstreifen gucke, dann kann ich mich immer ganz gut orientieren. Bin ich hier schon wieder raus? Da ist die Yenda. Das muss irgendwo hier drin sein. Jetzt bin ich schon wieder zu weit unten, nehme ich an. Das fuchst mich ein klein wenig. Das ganz ohne Fuchs. Jetzt bin ich hier schon wieder raus. Mann, kann aber nicht wahr sein. Ist das eine ehemalige Hütte? Mit viel Fantasia. Ich hätte diesen Stein noch einfacher finden können, indem ich auf zur Sasau gehe und dann Richtung Nordwesten, Tappel. Oder ist es doch hier ganz unten? Hier kommt da jetzt gleich schon der Fluss. Das Ding steht da. Südosten. Wer schon hier? Guck ich nochmal hier. Wenn jetzt irgendwie ein Bär hier auftaucht und uns überfällt, ey, ich kriege mich nicht mehr ein. Ich habe jetzt gerade Gänsehaut, weil ich darüber nachdenke, was hier sein könnte. Wenn jetzt auf einmal ein Bär losschreien würde, boah, das wäre fies. Rechts ist wieder ein Hund zu hören. Drei Bäume. Dicht zusammen. Sogar vier und nie einer? Das sind unterschiedliche. Aber alle in einem Fleck. Da ist wieder Südosten. Wo bin ich gerade? Schon sehr abseits, ne? Aber es muss ja unter dem Stein liegen. Also unter dem Stein zwischen Sasa und Stein. Gefühlt habe ich jetzt schon alles umgegraben. Da ist Yenda wieder. Hey, du wilde Sau. Hat uns hinten rangelassen. Vielleicht ist es doch viel näher? Nee.
2. Oben bei dem Weg sind 2 Steine angezeichnet. Oh, es regnet gerade. Sieht man auf die Karte, man sieht oben links Wasser drauf plätschern. Oh, das ist gerade ein schönes Bild. Schöne Farben. Die Karte bewegt sich nicht, obwohl sich Heinrich bewegt. Also oben die 2 Steine, dann runter Richtung Südosten, dann kommt dieser dicke Stein, den wir eigentlich schon gefunden haben, aber dann hört's auf. Hier sieht's aus, als ob man, ich kann es wieder nicht zeigen, aber schaut mal auf Kartenmitte unten, als ob man da parallel zur Sarsau entlang geht. Wenn wir nochmal auf die Karte gucken, das würde bedeuten hier unten. Kann ich ja nochmal lang gehen, womöglich ist das hier. Ich markiere es mir einfach mal. Hier ungefähr. Ach ne, ich muss ja wieder... komme ich jetzt nicht runter? Okay. So. Gehen wir da nochmal hin. Ich glaube nicht, dass es hier in unmittelbarer Nähe steht. Es wäre zwar nicht wirklich Südosten, aber... Das Südosten steht ja überhalb des Felsens, ne? Man läuft auf den Felsen zu und dann... wird die Karte wieder ungenau. Genau. Ich schätze mal, das Südosten steht bloß dafür, dass man den Stein findet. Und der Rest... ja, parallel zur Sarsau, da wo wir jetzt gleich hingehen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz. Ist ja bloß eine Karte nach Gedanken gezeichnet, nicht originalgetreu. Von oben mit der Drohne. Jenda, komm mal mit für den Fall der Fälle. Wo ist sie denn? Links von uns. Da, Hilfe, ich werde verfolgt. Ein wildes Pferd. Wenn ich die Provinz verlassen will, muss ich Herrn Ratzig um Erlaubnis bitten. Ach Mann. Ich darf da echt nicht so weit nach links gehen. Hier sieht es wieder aus mit diesem Grau. Mit diesem grauen Nebel. Weißt du, wo gerade regnet? Dann sieht das halt so aus, wie es aussieht. Bin noch ein ganzes Stück weit weg. Dann komm mal her, Jenda. Es geht so nicht. Gut. Jetzt hat der Regen wieder aufgehört. Hier sieht's aus. Man kann nicht weit gucken. Jetzt noch eine Hütte. Ist hier Kartengrenze gleich wieder? Sagt da der Heinrich was? Ah, wir können nicht weiter. Hier ist langsam. Nee, darf ich wirklich nicht in die Ecke. Wo bin ich denn gerade? Oh, schon nah dran, aber weiter runter darf ich nicht. Dann gucken wir uns jetzt hier mal um. Ob hier irgendwie eine Hütte ist. Was ist das hier links? Auch nur ein anderer Stein. Ob ich schon diesen kleinen Unterstand übersehen habe? Also wenn ja, könnt ihr es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr was gesehen habt, was ich nicht gesehen habe. Ich meine aber, ich war recht aufmerksam. Hier oben wird es wieder zu weit oben sein. Ja, komme ich wieder bei dem Weg raus. Hier vielleicht nochmal. Oder vielleicht hier so. Da, wo die Kurve gemacht wird, wo wir parallel zur Sarsau gehen können, auf der Höhe ungefähr. Karte groß machen, ungefähr auf der Höhe, das wäre eigentlich hier. Ungefähr auf der Höhe. Wildes Getier.
ist gleich schon wieder eine Folge zu Ende. Mano. Ich will doch bloß einen Schatz finden. Ist das denn zu viel verlangt? Der versteckt sich echt gut. Ja, aber wenn Schatzsuche so einfach wäre, würden das viele machen. Wie gewittert es schon wieder. Hier darf ich gleich nicht weiter, ne? Jetzt laufe ich gerade auf den Punkt zu und gleich werden wir ihn hinter uns haben. Ach, Mano. Also die nächste Folge gebe ich dem Ganzen noch einen Versuch und dann, ja, machen wir womöglich was anderes, eine andere Karte vielleicht, aber bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.